und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zeige ich euch, wie man ganz ohne Päckchen ein richtig leckeres Blumenkohl- und Brokkoli-Gratin zaubern kann. Also alles in allem ist das wirklich kein Hexenwerk, das selbst zu machen. Das war früher mein absolutes Lieblingsgericht zu Hause, wenn die Mami das gemacht hat. Das haben wirklich alle geliebt. Und bei uns gibt es heute dazu, Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln. Und die wandern jetzt auch erstmal als erstes in den Backofen. Bei meinem heutigen Video geht es ja wirklich nur um die Beilage. Und ich würde sagen, ich zeige euch auch schon mal die Zutaten. Die reichen nämlich auch locker als Beilage für 6 Personen. Also das war ungefähr die Größenordnung, die meine Mama immer zubereitet hat. Und wir waren ja 6 Leute. Und ich würde sagen, wir starten schon mal los. Wir benötigen zwei Brokkoliröschen. Diese Bundstücke, das sind glaube ich 500 Gramm jeweils. Ein Blumenkohl, dann habe ich hier in etwa 250 oder 225 Gramm geriebenen Gouda-Käse. Den habe ich jetzt schon mal mit der groben Microplane-Reibe gerieben. Außerdem benötigen wir dann nochmal einen guten Esslöffel Butter, eine Zwiebel schon mal fein gewürfelt, ein Esslöffel Mehl. Dann habe ich hier, davon benötigen wir nur eine Prise, das ist von Würzfee Streuwürze. Das ist quasi eigentlich Gemüsebrühe. Wenn ihr jetzt so eine Würze nicht da habt, dann gebt ihr einfach ein Viertel Teelöffel ungefähr Gemüsebrühe hinzu. Pfeffer, dann benötigen wir Muskatnuss, einen Teelöffel Salz und 500 Milliliter Schlagrahm. Als erstes habe ich hier schon mal Wasser in den Topf reingemacht. Das erhitzen wir. Wenn das Wasser kocht, gebe ich einen guten gehäuften Esslöffel Salz hinzu. Und dann kochen wir die Röschen einzeln ab. Also erst den Blumenkohl, der braucht 10 Minuten. Dann tue ich ihn direkt in die Auflaufform. Und dann den Brokkoli für 5 Minuten. Und der wandert dann auch direkt in die Auflaufform. Und wenn ihr das in die Auflaufform reinlegt, dann guckt ihr am besten schon, dass die Köpfchen, also die Röschen, nach oben stehen. Dann sehen die schöner aus. Währenddessen das hier schon mal vor sich hin köchelt, bereiten wir die Soße vor. Und dafür geben wir jetzt schon mal die Butter in den Topf und erhitzen die auf mittelhoher Hitze. Und jetzt geben wir die Zwiebeln hinzu und dünsten die so für 1 bis 2 oder 1 bis 3 Minuten glasig an. Dann gebe ich wieder eine kleine Prise Zucker hinzu und dann löschen wir das Ganze mit der Sahne ab. Und ganz, ganz wichtig, die Sahne ist wirklich wichtig, dass ihr die keine fettreduzierte Variante benutzt. Denn ansonsten schmeckt es geschmacklich wirklich anders und dann muss man sich mit Schmelzkäse oder anderem Käse helfen. Und dann habt ihr genauso die Kalorien drauf. Also nehmt da ruhig die richtige Sahne. Und jetzt geben wir zu dem Ganzen die ganzen Gewürze noch hinzu und lassen das Ganze so ein bisschen einköcheln. Und damit die Soße auch noch wirklich eine Soße wird, geben wir jetzt einen Esslöffel Mehl hinzu, sieden das rein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ein bisschen siebt und dann direkt mit dem Schneebesen rührt, damit da keine Klümpchen entstehen, damit die ganze Soße natürlich auch noch ein bisschen gebundener ist.
Am besten schmeckt ihr jetzt an der Stelle nochmal die Soße ab, ob euch die Gewürze gut sind. Und dann gießen wir die Soße einfach nur über die Brokkoli- und Blumenkohlröschen. Und jetzt so geben wir einfach nur noch den geriebenen Käse drüber und dann wandert das Ganze in den Backofen bei 180 Grad Heißluft, damit das oben auch eine richtig schöne Bräune kriegt. Einfach nur so lange, bis euch die Käsekruste gefällt. Das hat bei mir in etwa so 20 Minuten gedauert. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert es auch mal aus. Das ist nämlich eine super Beilage im Moment, da jetzt gerade auch wirklich die Blumenkohl- und Brokkoli-Röschen richtig, richtig gut aussehen, weil jetzt einfach Saison ist. Und das Rezept verlinke ich euch wie immer auf meiner Homepage unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann!